Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Montag, 21. Juli 1969. Das Bild ist nicht ganz scharf, aber zum ersten Mal werden jetzt neben Fernsehbildern auch Tonaufnahmen vom Mond zur Erde gesendet. Fast 1 Milliarde Menschen in allen Teilen der Welt verfolgt auf dem Bildschirm, wie sich Neil Armstrong Stufe um Stufe an die Mondoberfläche herantastet. Neils Worte, denen aus dem Innern des Helms ein schwaches Echo nachhallt, sind klar zu verstehen. Er sagt, ich steige jetzt von der letzten Stufe. Für einen Menschen ist dies nur ein kleiner Schritt, für die Menschheit aber ein gewaltiger Sprung. Am 16. Juli war Apollo 11 gestartet. Jahrelang hatte das Apollo-Team geplant, gearbeitet, getestet. Dann stand eines Tages die Saturn-Rakete 110 Meter hoch an ihrem Gerüst, bereit, die Reise anzutreten. Bereit waren auch die Männer, die sie abschießen, steuern und fliegen werden. Mit Apollo 11 geht ein uralter Menschheitstraum in Erfüllung. Zu allen Zeiten empfanden die Erdenbewohner geheime Sehnsucht beim Anblick der Sterne. Sie schienen ihnen unerreichbar. Während sich die Vorbereitungen ihrem Ende nähern, sind Raum und Zeit für diese Menschen kein Hindernis mehr. Ihr Ziel ist der Mond. Endlich ist die Rakete startbereit und weist mit ihrer Spitze in den Nachthimmel. Bald beginnt zum letzten Mal ein neuer Erdentag über ihr zu dämmern. Auf den von Flutlicht angestrahlten Riesen konzentriert sich die Aufmerksamkeit von 1500 Spezialisten der Raumfahrt, ohne deren lückenlose Zusammenarbeit das Unternehmen nicht erfolgreich durchgeführt werden könnte. Auch die Astronauten sind bereit. Michael Collins führt die Kommandokapsel. Edwin Aldrin wird das Mondlandegerät steuern. Und Neil Armstrong ist Kommandant des ganzen Unternehmens Apollo 11. Er wird als erster Mensch den Fuß auf den Mond setzen. Schon auf dem Weg zum Start trennt der Raumfahreranzug die Astronauten von den Menschen unseres Planeten. Sie atmen nicht mehr die Luft dieser Erde, sondern das sorgfältig erprobte Sauerstoffgas, mit dem die Raumfahrer versorgt werden. Der Lift befördert die Astronauten zur Kapsel in der Raketenspitze.
einer Geschwindigkeit von mehr als 38.000 Kilometern in der Stunde nähert sich die Kommandokapsel der abgetrennten dritten Saturnstufe, um das Mondlandegerät herauszuziehen. Nach dem Andocken werden sich die beiden Raumfahrzeuge erst wieder trennen, wenn sie in der Mondumlaufbahn kreisen. Auf dem langen Flug gibt es viel zu tun. Checklisten durchgehen, Navigationsmessungen ausführen, häuslichen Beschäftigungen nachgehen, die Mondfähre für die Trennung vom Mutterschiff und den Abstieg mit Motorkraft zum Mond fertig machen. Bei diesen Bildern laufen die Bewegungen scheinbar schneller ab, weil die Aufnahmegeschwindigkeit verringert wurde. Juli. Das Raumschiff schwenkt in die Mondumlaufbahn ein. Erst wenn eine annähernd kreisförmige Umlaufbahn 87 bis 106 Kilometer über der Mondoberfläche erreicht ist, kann die Mondfähre vom Mutterschiff getrennt und die Landung vorbereitet werden. Juli. Bis jetzt haben die zwei Raumschiffe eine Einheit gebildet. Aber nach der Trennung von der Kommandokapsel nennen Armstrong und Aldrin das Landegerät Adler. Das Mutterschiff erhält den Namen Columbia. Michael Collins ist nun allein an Bord. Von der Kommandokapsel aus sieht Collins Kamera die in der Nähe schwebende Mondfähre als ein abstraktes Gebilde in strahlenden Farben gegen die Schwärze des Raums. Diese Licht- und Farbwirkung entsteht durch Reflexion der grellen, ungefilterten Sonnenstrahlen an der Oberfläche des Landegeräts. An diesem seltsamen Gefährt entdeckt Collins Einzelheiten, die seine Kamera nicht wahrnimmt. Die vier Teleskopbeine der Mondfähre sind ausgefahren und verriegelt. Der Adler ist bereit zum Abstieg auf die Mondoberfläche. Mit Feuerstößen aus den Bordtriebwerken wird der Flug der Mondfähre abgebremst. Das Landegerät kann jetzt den Mondorbit verlassen und sich aus ungefähr 95 Kilometer Höhe dem Mond nähern. Etwa 15 Kilometer über dem Mond wendet der Pilot das Fluggerät, damit das Landeradar die Oberfläche anpeilen und laufend die genaue Entfernung anzeigen kann. Von 2300 Meter ab wird die Fähre allmählich nach vorn gekippt
bis sich die Teleskopbeine in Landestellung befinden. Letzte Phase des Anflugs. Während die Mondfähre über Krater und Felsblöcke gleitet, übernimmt Armstrong die Handsteuerung. Augenblicke höchster Spannung vergehen, bis ein geeigneter Landeplatz gefunden ist. Unmittelbar vor der Landung wirbelt der Raketenstrahl Fontänen von Mondstaub auf. Und endlich hören die Beobachter auf der Erde die Stimme Armstrongs. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Adler ist gelandet. Nie zuvor haben Menschenaugen gesehen, was sich vor Armstrongs und Aldrins Blicken ausbreitet. Das Landegerät wirft tiefschwarze Schatten. Sie bilden bizarre Muster auf dem pulvrigen Boden dieser luftlosen Welt. Die Erdkontrollstation erlaubte einen längeren Aufenthalt. Jetzt schickt sich Armstrong an, die Leiter zur Mondoberfläche hinabzusteigen. Juli. Vorsichtig probiert der Kommandant die ersten Schritte auf dem Mond. Wie tief wird er einsinken? Wird er das Gleichgewicht halten können? Noch bevor Aldrin die Mondfähre verlässt, sammelt Armstrong Staub- und Gesteinsproben ein, für den Fall, dass widrige Umstände eine sofortige Rückkehr notwendig machen. Jetzt klettert Edwin Aldrin die Leiter hinunter. Mit seiner Ausrüstung würde er auf der Erde 348 Pfund wiegen. Hier auf dem Mond wiegt er nur 60 Pfund. Adler ist nur für den Einsatz im Weltraum und auf dem Mond geeignet. Auf der Erde würde die Leiter dem Gewicht eines Astronauten mit Ausrüstung nicht standhalten. Doch auf dem Mond, wo nur ein Sechstel der Erdschwere herrscht, ist sie stabil genug. Für einen kurzen Moment stehen die Männer und blicken um sich. Eine überwältigende, aber freundliche Landschaft, sagt einer von ihnen. Aldrin stellt als erstes der wissenschaftlichen Instrumente ein Messgerät aus der Schweiz auf. Kernstück ist eine Aluminiumfolie, die Teilchen des von der Sonne abströmenden Plasmas, den sogenannten Sonnenwind, einfangen soll. Dieses Gerät sowie zwei Behälter mit Bodenproben kehren mit den Astronauten zur Erde zurück. Zwei andere Instrumente bleiben auf dem Mond. Zurück bleibt auch das Sternenbanner, zusammen mit Gedenkmedaillen für die im Dienst der Raumfahrt ums Leben gekommenen amerikanischen und sowjetischen Astronauten. Und eine kleine Scheibe, in die Botschaften des guten Willens von 73 Nationen der Erde eingeätzt sind.
Die Weltraumanzüge mit den unförmigen Tornistern, die Atem-, Klima- und Funkausrüstungen enthalten, sind bei der geringen Schwerkraft nicht einmal besonders hinderlich. An Aldrins Schritten und Sprüngen sieht der Erdenbewohner am Fernsehschirm, wie leicht sich der Mensch den Bedingungen auf dem Mond anpasst. Es gibt weder Regen noch Wind. So bleiben die Fußspuren erhalten. Ein wichtiges Forschungsinstrument blieb auf dem Mond zurück. Ein Seismometer. Es zeichnete Erschütterungen auf und übermittelte die Daten zur Erde. Es ist zwar nur ein kleines, tragbares Gerät, aber 15 bis 20 Mal empfindlicher als die auf der Erde gebräuchlichen. Es funkte Messwerte, die Hinweise auf den Aufsturz von Meteoriten, die Stärke von Bodenerschütterungen auf der Oberfläche und Bewegungen im Innern des Erdtrabanten geben können. Ein Laserreflektor mit 100 Einzelprismen soll es möglich machen, die jeweilige Entfernung zwischen Mond und Erde auf 15 cm genau zu bestimmen. Zweieinhalb Stunden angestrengter Arbeit lassen keine Zeit für den Gedanken, dass sich nie zuvor zwei menschliche Wesen in so vollkommener Einsamkeit befanden und doch von Millionen Menschen gesehen wurden. Es ist Zeit, den ersten Besuch zweier Erdbewohner auf dem Mond zu beenden. Während die Oberstufe der Mondfähre aufsteigt, bleibt die Landestufe zurück. Sie trägt eine Tafel mit der Aufschrift: Hier betraten Menschen vom Planeten Erde zum ersten Mal den Mond. Juli 1969, AD. Wir kamen in Frieden für die ganze Menschheit. Die Aufstiegsrakete war viele Male unter den verschiedensten Bedingungen getestet worden. Die Astronauten konnten sich auf sie verlassen. Dennoch sagte einer von ihnen später: Wir waren heilfroh, als sie zündete. So sah Michael Collins die aufsteigende Mondfähre, die sich zum Rendezvous im Mondorbit der Kommandokapsel nähert.
noch kleine Richtungskorrekturen, dann werden die Raumschiffe wieder vereint. Armstrong und Aldrin kehren zu Collins in den Kommandoteil zurück. Die Mondfähre wird nach der Abtrennung weiter den Mond umkreisen, während Columbia den langen Rückflug zur Erde antritt. Noch einmal sehen die Männer ihren Heimatplaneten über dem Mondhorizont aufgehen. Die geliebte, ferne, blaue Erde. »24. Juli, Morgendämmerung. Im Pazifik ist alles für den Empfang vorbereitet. Das Feuerwerk beim Eintritt der Kapsel in die Erdatmosphäre leitet den festlichen Tag ein. Präsident Nixon hatte im ungewöhnlichsten Telefonat in der Geschichte der Fernmeldetechnik mit den Astronauten auf dem Mond gesprochen. Jetzt ist er hier, um sie zu beglückwünschen. Sie bleiben an Bord des Helikopters, bis dieser das Hangardeck des Flugzeugträgers erreicht hat. Noch vor der Bergung aus dem Pazifik hatten die Astronauten luftdichte Anzüge mit Spezialfiltern übergezogen, um das Einschleppen von Bakterien zu verhindern. In ihren Isolieranzügen steigen die Astronauten sofort in den Quarantänewagen um, den sie erst im Zentrum für bemannte Raumfahrt in Houston wieder verlassen. Herzlicher Empfang in Texas. Wer weiß, vielleicht gewöhnen Sie sich nur schwer an den Gedanken, dass Sie wieder zu Hause sind. Wie viel ist geschehen in dieser kurzen Zeit? Sie waren unendlich weit fort und haben ein Riesenpensum an Arbeit geleistet. Jetzt telefonieren Sie aus der Quarantänestation mit Ihren Familien. Vor Ihnen liegen 3 Wochen strenger Isolierung. Das soll die Gewähr geben, dass keine noch unbekannten Bakterien vom Mond eingeschleppt wurden.
Die Mondfahrer werden in dieser Zeit jede Einzelheit ihres Fluges in Berichten festhalten. Eines Tages werden die mitgebrachten Mondproben von Wissenschaftlern vieler Länder untersucht sein. Dann wissen wir wohl mehr über Beschaffenheit und Entstehung des Mondes. Vielleicht sogar unserer Erde. Warum haben Sie den Flug zum Mond unternommen? Immer streben Menschen dorthin, wo noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Aber es gibt auch andere Gründe. Der Vorstoß in unerforschte Weiten mag eines Tages die Geheimnisse des Universums erschließen helfen. Die Astronauten bezeichnen ihren Flug als erfolgreiche Tat der ganzen Menschheit. Ihre Spuren im Mondstaub lassen ahnen, was der menschliche Geist alles zu erreichen vermag.